Nur ein Runenkrieger auf der Suche nach euch. Nach mir? Hauptmann Ishtar möchte euch zu einigen Traumstaublagern befragen, Brigor. Ihr täuscht euch. Ich bin nicht Brigor. Brigor war der da drüben, den ihr erschlagen habt. Der in seinem Blut liegt. Ich bin Borgar. Netter Versuch. Kommt, lassen wir Ishtar nicht warten. Halt. Ich mache euch ein Angebot. Ihr lasst mich laufen und ich sage euch, wie ihr die Bank von Empyria ausrauben könnt. Na, was sagt ihr? Erspart mir euer verlogenes Gewinsel. Los, kommt mit. Verdammt! Ich gehe nicht wieder in das stinkende Loch von einem Kerker. Lieber sterbe ich. Okay. Zeit zu sterben. Brigor will unbedingt Berserken. Zurück mit euch! Achtung! Und ja, das mit der Bank können wir mit dem Schattenkrieger vielleicht mal machen, also beim zweiten Durchgang. Zurück mit euch! Das werde ich mir aber bis dahin noch überlegen. Weil ich gehe mal davon aus, wir werden die Empyria dieselben Sidequests kriegen. Achtung! Na gut. Brigor ist tot. Das bedeutet leider keine Infos über die Lager. Nee, unpraktisch. Hey, sie kann uns jetzt was sagen. Dann werden wir als nächstes mit ihr reden. Sobald wir mit Alia fertig geredet haben. Wie ich sehe, war die Sache mit Flink keine echte Herausforderung für euch. Aber jetzt habe ich eine, die euch etwas mehr ins Schwitzen bringen sollte. Denkt an unseren Handel, Alia. Ihr wolltet mir Zugang zum Palast verschaffen. Genau darum geht es ja, Freund. Es gibt keinen einfachen Weg dort hinein. Denkt ihr, ich mache Schnipp wie ein Zirkelmagier und ihr steht im Palastgarten? Es gibt 3 Tore in die Oberstadt und noch einmal 2 Tore in den Palastbereich. Es sind einfache Tore, mit ein paar Dietrichen bekommt man sie auf. Aber an jedem Tor gibt es Wachen. Sie werden euch die Tore nicht öffnen. Und solltet ihr versuchen, sie aufzubrechen, machen sie euch einen Kopf kürzer. Ihr habt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr erschlagt die Wachen, was ich euch nicht raten würde, oder ihr versucht, sie irgendwie von den Toren wegzulocken. Wie soll ich das anstellen? Euch wird schon was einfallen. Schaut euch in der Umgebung der Tore um, fragt ein paar Leute. Die Wachen sind gelangweilt. Mit ein paar Tricks habt ihr sie leicht abgelenkt. Sind sie erst einmal fortgelockt, verwendet diese Dietriche, um die Tore zu öffnen. Tut dies aber nur, wenn die Wachen abgelenkt sind. Ansonsten habt ihr sie am Hals. Gut. Wie komme ich hin? Haltet euch immer aufwärts, durch den Basar und dann in den Palast. Der Palastgarten ist im westlichen Flügel. Viel Glück. Ja. Okay, es sind hier mehrere Leute, die reden wollen würden. Halt! Dies ist der Zugang zum Tempelbereich. Niemand darf ohne Erlaubnis des Kaisers hinein. Ich habe die Hasim vor den Toren geschlagen. Ich will eine Audienz beim Kaiser. Du kannst eine Audienz mit meinem Stiefel bekommen. Los, fort mit dir! Okay.
Was haben wir hier? Wähle deinen Weg in den Basar, der mir die Torwache ablenkt oder besiegt. Durch das Westtor in den Basar. Um vom Westen in den Basar zu kommen, müsst ihr zuerst den Tempelbezirk durchqueren. Sucht jemanden, der die Wache am Tempeltor ablenken kann. Der Wachmann am Tempeltor scheint leicht reizbar zu sein. Vielleicht kann einer eurer Freundin einen Weg ablenken, dann könnt ihr in Ruhe das Tor aufbrechen. Ja, das Südtor ist der kürzeste Weg in den Basar. Es führt direkt von der Unterstadt aus dorthin. Mhm. Durch das Osttor in den Basar, den Basar von Osten her zu erreichen, müsst ihr durch das Zirkusviertel. Die Wachen beim Zirkus scheinen nur die Sprache des Schwertes zu verstehen. Aha. Achso, du bist nur ein Bürger von Empyria. Okay, erstmal zu Ishtar. Der ist ja... Runenkrieger! Brigor ist tot. Verdammt, stimmt. Er hat geschworen, dass er nie wieder eine Nacht in unserem Kerker verbringen wird. Er hätte sich nie lebend fangen lassen. Wenigstens ist dieser räudige Hund von unseren Straßen verschwunden. Ohne seine Lieferungen werden einige der Traumstaubhändler auf den Trocknen sitzen. Das allein ist viel wert. Wo wir gerade von Wert sprechen... Ja, natürlich. Ihr sollt eure Belohnung bekommen. Hier, gutes Geld für einen guten Bürger Empyrias. Eigentlich hätten wir darauf verzichten sollen. Und ja, der Dietrich ist eine Nadel. Okay. So, dann gucken wir mal, was mit der Wache ist. Kein Durchgang. Weitergehen, weitergehen. Müde? Ach, lasst mich zufrieden. Okay, reden wir jetzt mal mit den beiden Damen hier unten und dann mit ihm hier und dann noch mit dem Gladiator. Dieser Stinklurch, der kann was erleben. Was gafft ihr denn so? Nun, ihr schreit die halbe Straße zusammen, gute Frau. Und dazu habe ich guten Grund. Seht mal, wie diese Hausfassade aussieht. Zum Davonlaufen. Und er verspricht seit einem Mond, sie zu richten, dieser Prahlhans. Euer Mann? Nein, die stinkende Pestplage, die mich wie eine Sklavin hält und meinen Schmuck versäuft. Dieser Nichtsnutz. Und immer wenn ich ihn brauche, hat er wieder ach so wichtigen Wachdienst. Puh. Wo hält er denn Wache? Am südlichen Basartor in der Mitte der Stadt. Er hat jetzt schon seit 2 Tagen Dienst. Alles Lüge. Wahrscheinlich säuft er wieder nur Wein und würfelt. Soll ich ihm liebe Grüße von euch ausrichten? Liebe Grüße? Lieber schlucke ich eine Sandnatter. Bringt ihm diese Nachricht. Sagt ihm, er soll endlich seinen Wanst hierher schleppen und die Fassade in Ordnung bringen. Wir erwarten Besuch. Wachdienst hin oder her. Okay. Brief von Ilya für Endo. Ja, das war der Schlafende. Bringt Wachmann Endo am Südtor des Basars die Nachricht von seiner Frau Ilya. Ilya, die Frau von Wachmann Endo, will, dass er endlich nach Hause kommt, um die Fassade zu reparieren. Bringt ihre Nachricht zu ihm ans Südtor des Basars. Mhm. Was ist mit dir? Kommt her, lasst euch ansehen. Ja, ihr müsst es sein. Der Ring hat mir euer Gesicht gezeigt. Ihr tragt die Rune. Ihr seid der Vorbestimmte. Ja, der Ring weiß alles. Er lügt nie. Er kennt euren Weg. Und er hat mir euch gezeigt. Und die Rune, die ihr führt. Von welcher Rune sprecht ihr? Ja, wir haben ja so viele. Die Rune von Angtar. Der, den man auch den Lichtkönig nennt. Sie ist in eurem Besitz.
Aber wisst ihr auch, was ihr da habt? Nein, bestimmt nicht. Einst war Angtar ein Mensch. Ein mächtiger und weiser Zauberer. Er war der Oberste der Zerbiten. Ein Zaubererorden, der uns lange Zeit vor den Mächten des Dschungels geschützt hat. Aber sie wurden von Hokan Aschir verraten und alle ermordet. Jetzt künden nur noch ihre verlassenen Gemäuer im Dunkelwehrgebirge von ihrer einstigen Größe. Angtar war der Oberste der Zerbiten. Er hat es als einziger gewagt, dem mächtigen Hokan Aschir gegenüberzutreten. Dafür hat Hokan ihn in einen Untoten verwandelt und an diese Rune gebunden. Interessiert euch die Rune, Frau? Eigentlich nicht die Rune. Vielmehr ihr interessiert mich. Ich sehe euren Weg, Runenkrieger. Und ich sehe, ihr werdet weit reisen. Bis nach Süden über das Dunkelwehrgebirge. Sucht dort nach der alten Festung der Zerbiten, die man die Uhrwerkhallen nennt. Viele alte und mächtige Gegenstände werdet ihr dort finden, die euch von großem Nutzen sein können. Doch behaltet nicht alle für euch. Achtet auf das blutende Auge. Gegenstände, die ein blutendes Auge tragen, die bringt zu mir. Es sind eine Robe, ein Helm, ein Stab und ein Schild. Behaltet alle anderen Schätze der Zerbiten, doch diese bringt zu mir, ich bitte euch. Ich werde euch reich belohnen. Und wenn ihr in die Uhrwerkhallen reist, dann vergesst die Rune Angtars nicht. Beschwört ihn an jenem Ort. Wer weiß, vielleicht wird der Lichtkönig sein altes Zuhause erkennen. Ich habe eine Zerbitenträne gefunden. Ach, diese Edelsteine gibt es doch zuhauf. Seht, ich habe selbst einen. Gewiss, sie gehörten den Zerbiten und ihnen wohnt eine gewisse Kraft inne. Dennoch sind sie nicht das, wonach ich suche. Ich schenke euch sogar meine Zerbitenträne. Hier, nehmt sie. Bringt mir nur die vier Gegenstände des blutenden Auges, ich bitte euch. Okay. Die Suche werden wir jetzt nicht aufgeben. Ja, beschwört Angtar den Uhrwerkhallen. Jetzt haben wir übrigens zwei Zerbitenträne. Beschwört Angtar den Uhrwerkhallen. Ruft euren Runenkrieger Angtar, den man den Lichtkönig nennt, am Heldenmoment in den Uhrwerkhallen herbei. Er hat eine besondere Verbindung zu diesem Ort. Vielleicht wird er ihn wiedererkennen. Sammelt die vier Gegenstände des blutenden Augens und bringt sie zu Tuomi in Imperia. Die rätselhafte Tuomi sucht vier Gegenstände aus den Uhrwerkhallen, die ein blutendes Auge als Zeichen tragen sollen. Findet den Stab des blutenden Auges, findet die Robe, den Helm und das Schild. Ja. Sollte machbar sein. Ist ja die große Frage, ob die Palastwache uns Probleme machen könnte. Ist das nicht Branntwein da in eurer Tasche? Ihr habt gute Augen. Zumindest was Branntweinflaschen angeht. Wie steht's, Kamerad? Könnte ich wohl einen Schluck bekommen? Hier, bedient euch. Ihr seid ein wahrer Kamerad. Auf euer Wohl! Und leer ist die Flasche. Eure Kehle steht wohl eurem Schwertarm in nichts nach, alter Mann. Ja, Erfahrungspunkte. Gucken wir mal, was mit der Stadtwache ist. Hey da, Geselle! Was glaubst du, wohin du gehst? Wachmann, ich erbitte Zutritt. Da schau sich einer diesen Trollfurz an. Er bittet Zutritt. Hast du das gehört, Khaled? Khaled und ich, wir vergessen gleich mal unsere Manieren. Dann bittest du um was ganz anderes, Freundchen. Nämlich um dein Leben. Ja, das Problem ist, die sind alle
zu High Level für uns wahrscheinlich, dass wir sie vermöbeln können. Gut. Also in den Tempelviertel, Tempelbezirk kommen wir nicht so leicht rein. Gut. Das heißt aber, wir speichern jetzt hier erstmal wieder. Und machen einen kleinen Cut. Also, bis gleich.